Ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen über das Internet mit mir verbunden heute an diesem Clip teilnehmen und meine Zuschauer sind. Ich möchte zu Ihnen allen aus tiefstem Herzen sprechen. Ich glaube, das ganze Volk ist mit heißer Leidenschaft bei der Sache, die ich Ihnen heute über meinen Channel vorzutragen habe. Ich will deshalb meine Ausführungen auch mit dem ganzen heiligen Ernst und dem offenen Freimut, den dieser Vorfall bei eBay für mich hat, ausstatten. Das in der Bundesrepublik erzogene, geschulte und disziplinierte Volk kann die volle Wahrheit ertragen. Es weiß, wie es bei eBay bestellt ist. Die Foren, Cafés sind voll mit Klagen. Jeder kann deshalb aus diesem Affront heraus die nötigen harten Folgerungen ziehen. Ich wollte die LP Liberta von Milva bei eBay verkaufen und immer wieder wurde mein Angebot gestoppt mit dem Hinweis, diese Platte von Milva verherrlicht nationalsozialistisches Gedankengut. Das kann ich nicht verstehen. Wie kann eBay sowas behaupten und den Verkauf verweigern? Selbst bei Amazon wird diese Platte von Milva angeboten, wie der Screenshot beweist. Vertreibt Amazon nationalsozialistisches und den Zweiten Weltkrieg verherrlichende Ware? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist das ein böses Possenspiel von eBay?